Aber bevor es losgeht, wollte ich eine ganz wichtige Sache ansprechen. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, ne? Ich bin heute zu Hause und dann kriege ich Videos zugeschickt von Budak. Ihr kennt ja alle Budak. Jeder kennt Budak. Und ich gucke mir das Video an und ich sehe einfach, Budak wird von 7, 8 Leuten kaputt gehauen, ne? Er gibt manchmal Sachen von sich, die wirklich nicht angebracht sind. Aber trotzdem ist es immer noch kein Grund, den Typen kaputt zu hauen. Man muss auch sagen, zu 90% ist das Problem auch einfach bei den Frankfurter YouTubern. Die machen Videos am Zeil, wo die ganz genau wissen, wenn eine Person wie Budak kommt, da wird voll sein. Die Wahrscheinlichkeit ist immer hoch, dass es eskaliert. Und wenn du siehst, es eskaliert und da gehen 7, 8 Leute auf eine Person, die auf dem Boden liegt, warum greifst du da nicht ein? Frankfurt muss übertreiben. Pumpkin zu dem Monkey vor 11 Stunden. Abo zu dreckig. Frankfurt muss schon wieder übertreiben, Bruder. Paula. Ja. Steven lässt ab. Bruder, das können wir uns nicht angucken, weil das geht wieder eine halbe Ewigkeit. Frankfurt, wir sind wieder ready. Stell dich mal vor. Ich bin Maria. Bin Dorothea. Ich hab das Gefühl, Pumpkin macht gar keine Intros, ne? So, Anmachsprüche Frankfurt, wir sind... Der kommt direkt mit dem Thema und es geht direkt los. Und du? Bilal. Emo. Ich bin die Paula. Woher? Frankfurt. Ich bin der Steven aus Frankfurt. Ich bin die Asma. Ich bin... Ich halte mich wirklich zurück, Digga. Ich sag diesmal gar nichts, ja? Ich halte mich wirklich zurück. Ich bin ein Security-Mann und... Mashallah, Security-Mann, aber Bruder, mach doch einfach deine Arbeit, Bruder. Sicherheit. Wo war die Sicherheit, als die ganze Menschenmenge war? Ich heiße Josie. Und du? Ich heiße Adnan. Ich heiße Ayla. Ich bin Yasin. Ich bin Jasmin. Ja, Bruder, weißt du, und dann... Ich schwöre, ich breche mir bald noch wirklich die Faust. Wo wollt die Zensur hin? Jetzt mal eine Frage. Hier, einfach runter, Bruder. Wie so ein Regentropfen an der Scheibe, der ist einfach runter. Du bewertest ihn, okay. Ob er damit bei dir durchkommt. Okay. Also Anmachsprüche, okay. Ob er vielleicht dein Snap, dein Insta, Gott weiß, vielleicht sogar Handynummer bekommen würde, okay? Okay. Ey, jetzt versteht mich nicht falsch, ne? Jeder wie er will. Aber Bruder, diese Weste sieht einfach aus, als wäre die für Jungs. Und das Oberteil auch. Seid ihr ready? Ja. Immer. Wer möchte anfangen? Welche möchtest du erstmal überzeugen? Wer kennt's nicht, Digga, am Zeil mit einer E-Shisha rauchen. Und ein bisschen hinter den Kulissen chillen und gucken, was so in Frankfurt geht. Sag mal so. Inshallah, Bruder, beide hübsch, Allah. Komm, nimm die in da. Ist so, Bruder, man muss halt okay. Ehrlich sein. Hör zu. Hey, stopp, sind wir mal ehrlich. Hast du mich schon... Oh, Bruder, dich hab ich... Ja, ich hab dich vermisst. Erzähl. Kennst du mich? Hast du... Bruder, wer kennt dich nicht? Wie ein Bruder geworden. Zaubertricks sind meine Stärke. Nach dem verschwindest du. Okay, der war gut, aber der kommt nicht so bei mir durch. Nein? Nein, nein. 1 bis 10? 2. Schmerzen? Ja. Hat er wehgetan? Geht. Okay, Bro, hast du den zweiten für uns? Ja, hab ich auch. Dennis, investiere da rein und werde Multimillionär. Mamunk, ich hab schon rein investiert. Ich sag's euch nur nicht. So, ich bin Romeo, willst du mein Julia sein? Nein. Einfach dieses Nein, auf entspannt. Komm, wir machen das jetzt so, wir bewerten auch immer die Anmachsprüche, ja? Ihr schreibt einfach in den Chat von 1 bis 10, wie gut der war. 10 ist gut, 1 ist schlecht. Warte mal, wie fandst du den? Der ist hübsch, der ist nett, aber geht nicht leider. Aber der ist hübsch. Ja. Was sagst du von 1 bis 10? 9. 9? Aber vielleicht 7,5. 7,5, lassen wir es mal so. Von 9 auf 7,5. Was da so im Gehirn passiert, das wissen wir auch nicht. Oh, er nimmt diese Süße hier. Wisst ihr, was ich nicht verstehe, Digga? Bei uns ist es immer so, in Hamburg, wenn man jetzt zu dritt rumläuft, wird man direkt von der Polizei kontrolliert und man kriegt eine Strafe. In Frankfurt, Bruder, die Polizei macht nichts. Wir reden hier zu 90, Digga, da passiert nichts. Bist du ein Hexer? Du hast mich gerade verzweifelt. Was? Hätte er gesagt, du hast mich verhext, dann hätte ich es verstanden. Aber verzweifelt, Bruder, was ist da gerade genuschelt gewesen? Ja, mein Deutsch, alle. Dein Deutsch ist echt schloss, ja, Einsicht ist der beste Weg zur Besserung. Sag mal nochmal. Bist du ein Hexer? Du hast mich gerade verzweifelt. Bruder, du hast den zweiten Versuch, warum kriegst du es nicht hin? Wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Josie, pass auf, der junge Mann lässt Anmachsprüche los. Du bewertest ihn, ob er damit durchkommen würde bei einer Frau. Cardi B ist in Hamburg, Digga. Hamburg sag ich, in Frankfurt, sorry. Ich glaub schon durcheinander. Hast du den ersten? Ja. Yeah. Warte mal, wie groß ist der Typ? Ganz kurz, stellen Sie sich mal dazu. Hören Sie den mal jetzt mit. Nee, stellen Sie sich so. Genau, Paula. Wie Sie. Okay, du. Du. Wie heißt du? Fatih. Fatih? Ja. Du bist aber nicht mein Fatih, oder? Dieter, hör mal. Paula heißt du. Ja. Der Steven überzeugt jetzt Paula, du hörst mit zu, Dieter. Ich hoffe es. Ich bin vom Beruf Pilot, kann ich bei dir landen. Habe ich schon zu oft gehört. Das ist schon, wenn du bei Google eingibst, Anmachsprüche, kommt der schon als erstes. Auf der Fresse oder was? Oder... Beides. Was? Beides. Ach so. Du bist ja echt... Bin ich so einer. Unersättlich hier. Wie würdest du einen Anmachspruch lassen? Ich, seit 5 Jahren habe ich keine Frau. Sag mal deinen besten Anmachspruch. Ich bin schüchtern. Die Frau haben mich immer... Ich bin zwar kein Arzt, aber das ist auf jeden Fall eine Injektion. Danielson, ist Paula dein Typ? Überhaupt nicht. Also, wie gesagt, ich bin euch ehrlich, ne? Wenn die Frauen irgendwie mein Typ wären und ich sage, ey, die ist wirklich hübsch, dann gebe ich es auch zu, aber nee, ist gar nicht mein Typ, Digga. Die letzte, die mich genommen hat, hat mich sogar finanziell ruiniert. Wie haben die dich sexuell missbraucht? Bist du volljährig? Ja, ich bin volljährig. Also erst habe ich sie, danach, da war sie kurz vom Kommen, dann habe ich kurz reingeschaut.
kam ich auch. Also so haben die dich missbraucht? Ja. Wie haben die dich noch missbraucht? Haben sie dir in die Eier getreten? Natürlich ist cringe persönlich. Abends auch noch Sonnenbrille tragen, wo der weg kennt's nicht. Seid doch mal ehrlich, ihr tragt auch abends immer Sonnenbrille, ne? Ich laufe immer, wenn Hochsommer ist, mit Regenschirm rum. Einfach so. Du sagst so, jeder ist nicht dein Typ. Wer ist denn dein Typ? Wenn da ein Typ kommt von mir, dann sage ich euch das direkt. Aber bis jetzt in Frankfurt ist da noch tatsächlich kein Typ von mir gekommen. Das Mädchen kann so gut aussehen, wie es will. Wenn ich sehe, beziehungsweise höre, wie die anfängt zu reden, dann ist für mich schon wieder unten durch. Ein Mädchen muss für mich auch gut sprechen können, versteht ihr? Ich meine, wenn die den Mund aufmacht, will ich nicht meine Ohren zuhalten müssen. Paula, wie fandst du den letzten? Ja, auch ganz okay. Ich liebe jeden Muskel in deinem Körper, besonders meinen. Habt ihr den verstanden? Ich hab den nicht verstanden. Ich würde drüber lachen so, aber ich glaube nicht, dass ich dann meine... Vielleicht würde ich Insta geben, aber nicht meine Nummer. Warum nicht deine Nummer? Ja. Der kam nicht so. Ja, guck mal, das ist halt so eine Einmal-ins-Bett-Sache, weißt du, deswegen. Der geht doch fit. Der kam nicht an. 1 bis 10? 5. Also du hast noch einen für uns, ja? Zensur ist wieder perfekt. Wirklich. Zensur ist wirklich perfekt. Einer Leinwand. Also vor einer Leinwand. Deswegen ändert sich die Farbe in unserer Fresse. Das ist okay für euch? Oder Zensur macht wirklich wieder die Ich bin bei jedem mal drauf. Man erkennt die doch. Also Mädels, passt auf. Diese Security lässt jetzt Anmachsprüche los. Und ihr bewertet das von 1 bis 10, ob er bei einer Frau damit überhaupt durchkommt. Okay. Du bist ready? Pass ein bisschen auf, weil sie ist bedeckt, du weißt. Ja. Hättest du was dagegen, wenn die Frau gebildeter ist als du? Nee, wieso soll ich da was gegen haben? Ist doch gut. Ich finde, in einer Beziehung muss man sich ausgleichen. Versteht ihr, wie ich meine? Also der eine hat da Schwächen, die andere hat da Schwächen. Und wenn ich jetzt da meine Schwächen habe und sie ihre Stärken hat, kann sich das gut ausgleichen. Arbeite bei der NASA, kannst du mir dein schwarzes Loch zeigen. Wow. Wow. Keine Worte mehr. Ich bin sprachlos. Ich bin auch sprachlos. Wie läuft es eigentlich in Frankfurt ab? Ist es so, dass in Frankfurt die Leute zu dir kommen? Oder musst du die Leute ansprechen? Weil ich habe das Gefühl, in Frankfurt ist es einfach so, die ganzen Mädels chillen einfach am Zeil und warten einfach darauf, bis sie angesprochen werden. In Hamburg musst du, Bruder, du musst kämpfen für die Person, Wallah. Man muss Leute überreden. Ich habe dir schon so viel Honig um den Mund geschmiert und die Leute kommen trotzdem nicht rein. Ich bin zwar kein Magier, aber ich würde dich trotzdem in der Kiste zerlegen. Ist halt das gleiche Schema so. Also auch 5. Auch 5. Digga, die ganzen Anmachsprüche sind einfach Katastrophe. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Abo, meine Stimme. Feines raushauen, damit du sie überzeugen kannst. Da ja alle guten Dinge 3 sind, haust du den letzten raus? Ja, ich hab den letzten. Deine Mutter muss eine Göttin sein, sie hat im Himmel einen Engel geboren. War gut? Ja, okay, 10 von 10. Bin einfach eure Meinung. Was sagt ihr? War gut? 4 von 5. 0, 2, 4, 2. Minus 10. Muss ich nichts hinzufügen. Er kann mein Insta haben, aber nicht meine Handy. Du kommst hier hin. Okay. Guck mal, da ist heiß drauf. Ich sehe jetzt schon, wenn die zu Hause ist und sieht Abo-Anfrage von ihm, direkt blockieren. Er lässt jetzt Anmachsprüche los. Und zwar so, er versucht dich jetzt zu überzeugen. Ja, sagt der eine, kam einfach von der Schule und ist in so ein Video geraten. Hier. Ja. Oder es ist einfach ein Rucksack voller Drogen, Digga, man weiß nicht. Dein Instagram, Snapchat, Gott weiß vielleicht sogar Handynummer. Okay? Ja. Ready? Hau raus. Ich habe mein Pferd verloren, darf ich auf dir weiterreiten? Oh. Wie bewertest du das? 8. 2. Ich mag sowas nicht. 8,5. Bro, hast du noch einen für uns, ja? Ja, Bruder. Ich bin kein Mann für eine Nacht, aber für 1-2 Stunden hätte ich Zeit. Maschallah, er hat wirklich nur auf diesen Tag gewartet, ne? Ich schwöre auf alles, der hat sich richtig vorbereitet. 6. What the fuck? 2. 2. 3,5. Mir hat eine giftige Schlange in den gebissen. Kannst du mir den Gift aussaugen? Jetzt kommt Frankfurter Mädchen heulen in deinem Stream rum. Sorry, Taschentücher sind leider leer. Nein, der war ehrlich schlecht. 1 bis 10? 0. 0. Hast du den nächsten? Ey, ich hoffe, die Geige im Hintergrund nervt nicht alle. Alles gut, Bruder, nervt nicht. Hauptsache wenigstens Beat im Hintergrund. Also, passt auf, Mädels. Er lässt jetzt Anmachsprüche los. Ihr bewertet ihn, ob er vielleicht Snapchat, Instagram, vielleicht sogar Handynummer von euch bekommen würde, ja? Ready? Bist du Google, weil du bist alles, wonach ich gesucht habe. Oh. Der ist schön, der ist sympathisch. Eine 8. Diese Zensur, ne? Warte, die Zensur ist mal da, mal nicht. Alle guten Dinge sind 3. Hast du noch einen letzten? Ja. Du wirst von Sekunde zu Sekunde immer hübscher. Du siehst jetzt schon aus wie nächste Woche. Der war auch gut. Guck mal, der bringt euch hier schon zum Lachen. Doch, der war ganz gut. Wallah, sympathisch. Wallah, sympathisch, richtig. Der war süß, ja. Was Nein. sagst du? Nein. Hast du Kontaktlinsen? Nein. Hat Asthma schönere Augen oder ich? Komm mal her. Augen sind auf jeden Fall schön, aber ich muss auch sagen, die Augen von Pumpkin Monkey sind auch schön. Der hat auch blaue Augen. Wie kann dein Vater aus 2 Eiern so eine schöne Tote zaubern? Direkt gehen. Direkt. Nur nicht nur der Witz geht, auch die Zensur geht. Hat er dich überzeugt? Nein. Ey, Bro, was sagt ihr von 1 bis 0? 0? 5. Ich möchte nicht in deine Haut stecken, höchstens ein paar Zentimeter. Warum immer so pervers? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man mit Anmachsprüchen heutzutage noch irgendeine Frau klären kann. Einfach, du musst selbstbewusst daran gehen, sein wie du bist, dich nicht verstellen und dann wird's auch was. Einfach sympathisch wirken. Obwohl, die Anmachsprüche sind Katastrophe. Ich würde sogar mit deinem Vater heiraten, um dir näher zu kommen. Wenn dir du sagst, oder... Dann geh ich nach Hause. Ja, Bruder, ich muss sowieso nach Hause. Mein Vater ist nicht schwul.
Ich bin auch nicht. Wow. Bruder, ich habe echt viel, viel mehr von dem Video erwartet gerade, ne? Ich hab mich verliebt. Er hat sich verliebt. Jetzt gibt's kein Liebe. Was sagst du? Kriegt er dein Handynummer, Insta irgendwas? Ich schwöre, ich frag mich jedes Mal aufs Neue, ne? Du bist in der Umfrage drin und du sagst am Ende des Tages, wo du zu Hause bist, ey, nimm mich mal bitte raus. Ich verstehe aber nicht, warum. Warum machst du dann diesem verdammten Video mit, wenn du im Endeffekt zensiert werden willst oder komplett raus sein willst? Hab auch manchmal Nachrichten bekommen, ne? Da schreibt mich immer an, yo, ich will gerne, dass du das Video runternimmst. Das Video hast du 2017 veröffentlicht und dann mit Datum und dann nochmal den Link vom Video. Wo ich mir denke, Bruder, diese zwei bis drei Jahre, wo warst du? Hast du das Video jetzt erst gesehen? Schau mal, ich bin kein Organspender, ne? Aber ich würde dir mein Herz schenken. Wow, der war gut. Boah, ey, jubelst doch mal. Ja, ganz gut. Der war schon süß, oder? Ich habe echt ein bisschen mehr erwartet. Was ist der beste Anmachspruch? Ich sage euch ehrlich, ich habe gar keinen Anmachspruch auf Lager. Geht einfach selbstbewusst an die Sache ran. Seid sympathisch und verstellt euch nicht. Und dann klappt es auch.